Kapitel 7 Manöver. Ohne Harmonie im Staate kann kein militärischer Feldzug unternommen werden. Ohne Harmonie in der Armee kann kein Kampfverband gebildet werden. Im Krieg bekommt der General seine Befehle vom Herrscher. Nachdem er eine Armee aufgestellt und die Streitkräfte um sich versammelt hat, muss er deren verschiedene Elemente vereinen und in Harmonie bringen, bevor er sein Lager aufschlägt. Danach kommen die taktischen Manöver, und es gibt nichts Schwierigeres. Die Schwierigkeit besteht darin, das Ungezielte ins Gezielte zu verwandeln, das Unglück in den Sieg. So zeigt sich die Kunst der Ablenkung darin, einen langen, gewundenen Weg zu nehmen, nachdem man den Feind fortgelockt hat, um das Ziel vor ihm zu erreichen, obwohl man nach ihm aufgebrochen ist. Es ist vorteilhaft, die Armee zu bewegen. Mit einem undisziplinierten Haufen jedoch ist es höchst gefährlich. Wenn du eine voll ausgerüstete Armee in Marsch setzt, um einen Vorteil zu erringen, besteht die Möglichkeit, dass du zu spät kommst. Wenn du andererseits eine leicht ausgerüstete Abteilung vorausschickst, bedeutet dies, dass deren Gepäck und Vorräte geopfert werden. Wenn du also deinen Männern befiehlst, die Ärmel ihrer Büffellederjacken hochzukrempeln und ohne Halt Tag und Nacht über 100 Li, das Doppelte der gewöhnlichen Strecke, zu marschieren, um einen Vorteil zu erringen, dann werden die Anführer deiner drei Divisionen deinem Feind in die Hände fallen. Die stärkeren Männer werden vorn sein, die Erschöpften werden zurückfallen. Und so wird nur ein Zehntel deiner Armee ihr Ziel erreichen. Wenn du 50 Li marschierst, um den Feind auszumanövrieren, wirst du den Führer deiner ersten Division verlieren, und nur die Hälfte deiner Armee wird das Ziel erreichen. Wenn du aus dem gleichen Grund 30 Li marschierst, werden zwei Drittel deiner Armee ankommen. Eine Armee ohne ihren Tross ist verloren. Ohne Proviant ist sie verloren. Ohne Versorgungslager ist sie verloren. Wir können uns nicht auf Bündnisse einlassen, solange wir nicht mit den Plänen unserer Nachbarn vertraut sind. Wir sind nicht fähig, eine Armee auf den Marsch zu führen, wenn wir nicht mit den Eigenschaften des Landes vertraut sind. Mit den Bergen und Wäldern, den Fallgruben und Steilklippen, den Mooren und Sümpfen. Wir werden auch natürliche Vorteile nicht für uns nutzen können, wenn wir keine ortskündigen Führer einsetzen. Übe im Krieg dir Vorstellung und du wirst siegen. Bewege dich nur, wenn ein wirklicher Vorteil zu gewinnen ist. Lasse die Umstände bestimmen, ob du deine Truppen konzentrierst oder teilst. Deine Schnelligkeit soll sein wie die des Windes, deine Festigkeit wie die des Waldes. Beim Angriff und Plündern sei wie das Feuer, wenn du dich nicht weiter bewegst, sei wie ein Berg. Deine Pläne sollen dunkel und undurchdringlich sein wie die Nacht, und wenn du dich bewegst, dann stürze herab wie ein Blitzschlag. Wenn du ein Land plünderst, dann lasse die Beute unter deinen Männern verteilen. Wenn du neues Land besetzt, dann teile es in Parzellen und gib es deinen Soldaten. Überlege jede Bewegung ganz genau. Siegen wird, wer dein Kunstgriff der Täuschung beherrscht. Dies ist die Kunst des Manövrierens. Denn wie das alte Buch der Armeeführung sagt, auf dem Schlachtfeld dringt das gesprochene Wort nicht weit genug. Deshalb werden Gongs und Trommeln benutzt. Ebenso wenig sind gewöhnliche Gegenstände deutlich sichtbar. Deshalb werden Banner und Flaggen benutzt. Gongs und Trommeln, Banner und Flaggen sind Mittel, durch welche Ohren und Augen der Truppen auf einen bestimmten Punkt konzentriert werden. So bilden die Truppen einen geeinten Körper, und es ist dem Tapferen unmöglich, alleine vorzustürmen, und dem Feigen unmöglich, sich alleine zurückzuziehen. Dies ist die Kunst, große Massen von Männern anzuführen. Also benutze, wenn du nachts kämpfst, Signalfeuer und Trommeln, und wenn du tagsüber kämpfst, Flaggen und Banner, um die Augen und Ohren deiner Armee zu führen. Man kann einer ganzen Armee den Kampfgeist rauben, man kann einem Kommandanten seine Geistesgegenwart rauben. Nun ist der Geist eines Soldatens morgens am schärfsten. Zum Mittag lässt er bereits nach, und am Abend hat er nur noch im Sinn, ins Lager zurückzukehren. Deshalb meidet ein kluger General eine Armee, deren Geist geschärft ist, und greift an, wenn die Männer nachlässig sind und an die Rückkehr denken. Dies ist die Kunst, die Stimmung zu studieren. Diszipliniert und ruhig wartet er auf ein Anzeichen von Unordnung und Durcheinander beim Feind. Dies ist die Kunst, die Selbstbeherrschung zu bewahren. Nahe am Ziel zu sein, während der Feind noch weit entfernt ist. Gelassen zu warten, während der Feind sich müht und schindet. Gut genährt sein, während der Feind ausgehungert ist. Dies ist die Kunst, die eigene Kraft einzuteilen.
sich davor zurückzuhalten, einen Feind zu stellen, dessen Banner eine vollkommene Ordnung zeigen. Sich davor zurückzuhalten, eine Armee anzugreifen, die ruhig und zuversichtlich im Verband anrückt. Dies ist die Kunst, die Umstände zu studieren. Es ist ein militärischer Leitsatz, sich nicht bergauf gegen den Feind anzutreten und sich ihm nicht zu stellen, wenn er bergab kommt. Verfolge keinen Feind, der die Flucht vortäuscht. Greife keine Soldaten an, die auf den Kampf warten. Schlucke keinen Köder, den der Feind anbietet. Greife keine Armee an, die nach Hause zurückkehrt. Denn ein Mann, der darauf brennt, nach Hause zurückzukehren, kämpft todesmütig gegen jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Deshalb ist er kein Gegner, den man angreifen sollte. Lasse ein Schlupfloch frei, wenn du eine Armee umzingelst. Das bedeutet nicht, dass es dem Feind erlaubt wird, zu fliehen. Der Grund ist, ihn glauben zu machen, dass es einen Weg in die Sicherheit gibt, um ihn daran zu hindern, mit dem Mut der Verzweiflung zu kämpfen. Denn du darfst einen verzweifelnden Gegner nicht zu hart bedrängen. Dies ist die Kunst der Kriegsführung.